Ihr steht am Bauch der Arche, neben euch das modernde Schiff, welches als Investition in die Zukunft gekauft wurde. Ob es eine Zukunft gibt, das entscheidet sich jetzt. Eben sind die Unterhändler von Xeran aus ihrem Ruderboot gestiegen und sehen sich nun um, als wäre dies ihr Schiff. Genau genommen ist es das auch. Bei jeder Bewegung des kleinen Gnoms rieselt feiner Glitzer aus seiner Kleidung, zerstoßene Edelsteine. Zu dem widerlichen Gestank von Unwasser und der verderbten Luft vom Schänder der Elemente gesellt sich jetzt ein abgestandener Geruch nach Schweiß und der von heißem Fett. Die Leibwächter verströmen einen penetranten Odem, der den Göttern spottet. 27. Zar, früh am Morgen. So, da sind wir also auf unserem Schiff. Gestatten? Ich bin der Legat Tertius. Angenehm. Was wollt ihr? Die Verhandlungen übernehmen für Xeran. Wir würden gerne dieses Schiff wieder in unseren Besitz nehmen. Wir sind euch recht dankbar, dass ihr dieses Schiff für uns aufbewahrt habt und würden jetzt gerne wieder die Kontrolle an uns nehmen. Galan blickt den kleinen Gnomen so an, als würde er gerade einen sehr schlechten Witz über eine sehr hochstehende Persönlichkeit erzählen. Ihr werdet selbstverständlich für eure Tugenden belohnt werden. Sagen wir 50 Dukaten für jeden. Okay, jetzt wird er wütend. Bitte was? Haltet ihr das hier für eine schlechte Schmierenkomödie? Nun, mein Herr, ihr solltet doch nicht schreien. Wir protokollieren nebenbei und selbstverständlich wird auch der Ton auch von euch aufgezeichnet. Wir stehen immer noch unter Parlamentärflagge. Mäßigt Tertius. also euren Ton. Tertius ist der Name, nicht wahr? Legat Tertius. Legat, gut, Legat nun. Tertius. Legat Tertius, hier an Bord befinden sich nicht nur eine beachtliche Crew, sondern auch, Für das wie ihr Protokoll, wer sicherlich seid ihr? wisst. Mein Name ist Ephedaros, Diener des Unbarmherzigen und Wankelmütigen. Ich kommuniziere mit den Steuerfrauen. Nun, die Steuerfrauen, sie sind Teil der Crew und nun, sie werden hier nicht auf dem Schiff verbleiben, zumindest nicht, bevor es wieder in eure Hände übergeht. Was mit den Steuerfrauen passiert, interessiert uns quasi erst einmal nicht. Und wenn dies eure Entlohnung sein soll, so könnt ihr selbstverständlich gerne auf die 50 Dukaten verzichten. Ich denke, das ist ein angemessener Preis. Jetzt hört Was mal, ihr ich kleiner meine, Giftswerk. Kapitän, Kapitän, Für das nichts, Protokoll, wer Kapitän. seid ihr? Ich bin der, der hier das Sagen hat. Ich brauche Und ich einen bin Namen. derjenige, der euch kopfüber von der Bordwand hängen lässt, wenn ihr nicht spurt. Ich brauche einen Namen. Für das Protokoll. Nein. Ich brauche einen Namen. Er Ihr könnt ihn daraus. Kapitän nennen. Er daraus zu Jalan rüber. Kapitän, vielleicht können wir Ihnen Informationen aus der Nase ziehen. Das können wir auch noch, nachdem wir sie festgesetzt haben. Na, wie ihr meint. Der Legat wühlt ein bisschen in seiner Aktentasche, die er dabei hat, macht sie auf. Die fällt aber einmal runter und ein paar Papiere segeln so ein bisschen durch das Unterdeck, bleiben dann in seiner Nähe liegen und er kramt die dann wieder nach oben. Ah, hier haben wir es ja. Er hält einen Zettel nach oben und hält ihn einmal so, dass er einmal dran vorbeigucken kann. Dann müsst ihr Greifenmund sein. Das ist korrekt. Er geht dann einmal nach vorne auf seinem kleinen Füßchen und immer noch rieselt Edelsteinstaub aus seiner Kleidung und drückt dir dann einen Steckbrief in die Hand, auf dem du mit deinen Kameraden relativ gut abgezeichnet bist. Ist die Ein Summe? Gesuch. Die aktuelle Suche, Entschuldigung, die aktuelle Summe für dich beträgt 600 Dukaten. Na, zwei Nullen. Habt ihr auch einen über mich? Ich vermute, ihr werdet unter den sonstigen aufgeführt. Nun, Ich dieser meine, ich wusste ja schon, Steckbrief. dass Xeran ein kleiner Geizhals ist, als sie hier reinkam und jeden von uns 50 Dukaten für
das ihr anbotet. Aber 600? Ernsthaft? Das ist nur die Kriegssumme, die Helmarfax auf euch ausgesetzt hat. Glaubt ihr wirklich, dass Xeran für euch bezahlt? Hat es zumindest gehofft. Nein, in seiner unendlichen Großzügigkeit wird Xeran keine Summe über euch verhängen, sondern euch das Leben schenken. Er ist ein sehr großzügiger Prälat. Natürlich ist er das. Natürlich. Also, wie ich bereits sagte, der Portifex Maximus ist an der Rückgabe dieses Schiffes interessiert und wenn zur Bedingung gestellt wird, dass die Steuerfrauen abtreten, dann könnt ihr sie selbstverständlich entschwören und behalten. Da seht ihr, ich bin an der Rückgabe meiner Heimat interessiert. Ich bin an der Rückgabe meines Schwertvaters interessiert. Und ich bin an der Rückgabe seines Schwertes interessiert. Könnt ihr mir diese Aus Dinge wiedergeben? Ich bin an der Rückgabe meines Bruders ausgezeichnet. interessiert. Habt ihr den vielleicht für mich in der Tasche? Er hält so seine beiden Finger zusammen und ja, wie ein Firmenboss könnte man ihn jetzt bezeichnen, wie er dann so seine Fingerspitzen aneinander reibt. Ihr möchtet also eure Baronie zurückbekommen, eure Grafschaft? Ich Weil will das. Xerans Kopf in einem Sack. Damit können wir leider nicht dienen. Also, wir befinden uns immer noch unter Prälatsflagge und daher sollten wir doch auf solche Unhöflichkeiten verzichten, nicht wahr? Immerhin wird das alles protokolliert. Ich erinnere euch noch einmal daran. Also, wenn dieses Schiff zurückgeführt wird in die Hände des Portifex Maximus, dann werdet ihr selbstverständlich entlohnt werden. Ihr könnt auf die Unversehrtheit eures Leibes und eures Lebens eine Versicherung bekommen. Ihr werdet auch nicht für Piraterie bestraft, denn Piraterie, das wissen wir alle, ist sehr schändlich. Zudem werden wir euch selbstverständlich gerne eine Position anbieten. Ein Prälat? Nun, ihr könnt euch gerne eine Baronie aussuchen. Ihr kommt aus Tobrien, nicht wahr? Ihr Sag jemand was zu dem Giftzwerg, bevor ich mich vergesse. könnt euch quasi eine aussuchen. Legat Tertius, noch einmal zu der Entschwörung der Steuerfrauen, die ihr angesprochen habt. Wäre das denn irgendwie machbar, ohne die Sicherheit der Steuerfrauen zu riskieren? Da müsstet ihr die Magier in Mendena fragen, aber ich bin mir sicher, dass die Archenforscher einiges machen können. Mendena. Die lebende Werft. Ja, dort haben wir einige Archenmagier. Eine lebende. Klär mich auf, was hat es mit dieser. Werden dort Archen gebaut? Nun, Ephadaios, ihr könnt euch gerne dann in dem Hafen umsehen, wenn ihr mit dieser Arche dort einlauft. Aber erklärt mir doch, wie ihr es zustande gebracht habt, ohne einen Paktierer an Bord dieses Schiff zu steuern. Netten Worten und Androhungen. Und er verdaust bald seine Faust und hält sie ihm entgegen. Genau so. Amelie. Ja. Wenn er anfängt zu zaubern, könnt ihr das unterbinden? Ich denke, da hättet ihr wirksamere Methoden. Solltet ihr also einwilligen, schaut nochmal in die Runde, dann könnten wir euch eine Eskorte garantieren. Zwei bewaffnete Zedraken, die euch in Begleitung nehmen und dann in Mendena einfahren. Dort wird dann das Kommando an die hiesige Hafenmeisterei übergeben. Ihr bekommt alle 50 Dukaten, das Leben der Steuerfrauen und dürft dann meinetwegen auch gerne eine eigene Baronie einführen, aber 50 Dukaten sind viel Geld, meine Herren. Kann ich einen Chip ausgeben, damit die vier dreimal Raskanerinnen oben und Myria versteckt da sitzen? Mit Armbrüsten im Anschlag? Zu vermessen, oder? Die sitzen da oben, ja, auf dem Schiff. Und Myria hat ihren Echsenbogen. Die anderen haben das, was du ihnen vorher befohlen hast. Für ein Schippi, gespannte Bögen. Bin gespannt im Bögen. Der Ausfuhr noch mal zu dir rüber. Kapitän.
Nun, da wir uns mittlerweile eh außerhalb der, nun, der Gerichtsbarkeiten bewegen, ich gebe nichts auf Ihre Verhandlungsflagge. Also. Wir bewegen uns nie außerhalb von Breyers Gerichtsbarkeit. Warte mal kurz, der Gnom würfelt mal Sinnchef hören. Wie du meinst, ich meinte eher die weltlichen. Irgendjemand hat immer etwas gegen das, was wir tun. Epidaios, seht ihr diesen blauen Schmuckstein auf meiner Nase? Ich muss nur einmal darauf tippen, um zu signalisieren, dass ihr uneinsichtig seid. Und wenige Meilen von hier warten einige Schiffe, die von der schwarzen Schlange, die bereit sind, euch zu vernichten. Zudem einige Kämpferinnen der Magta Leonata zwingt mich also nicht, sie zu rufen. Ach, wollt ihr mich einschüchtern? Ich Ihr meine, habt der. gerade mit dem Kapitän über unsere Exekution gesprochen, was ich doch sehr unfair finde. Zudem möchte ich betonen, dass dies alles protokolliert wird. Und wer liest dieses Protokoll wohl? Eure Paktierer-Freundin Mendena. Oh, Xeran selbst, wenn wir Glück haben. Ich fühle mich ja fast geehrt. Nun, ich glaube, wenn ihr dieses Schiff mit Gewalt nehmen wolltet, wärt ihr nicht hier an Bord gekommen. Wir möchten Ich das hoffe, ihr habt. Schiff zurückhaben und nicht vernichten. Ja, ich hoffe, ihr habt eine eigene Arche mitgebracht, denn sollte es zum Gefecht kommen, werdet ihr die brauchen. Ihr zeigt euch also uneinsichtig. Das liegt in der Verantwortung des Kapitäns. Ich habe euch Aber meinen es. Preis genannt. Bringt mir Xerans Kopf, ihr kriegt eure Arche. Es tut mir so leid, aber ihr lasst mir keine andere Wahl. Der Pontifex Maximus wird nicht sehr erfreut darüber sein, über eure Antwort. Wirklich bedauerlich für euch und dabei wirktet ihr zunächst so einsichtig. So ein schönes Schiff. Während ihr redet, möchte ich auf Attack den Schussbefehl geben. Den Schussbefehl geben. Den Schussbefehl. Ja, okay. Dann stehen sie jetzt auf und aus einer. Würfel mal eine Kriegskunstprobe. Oh, das kann ich doch. Gib mir eine Sekunde. Kriegskunst Wissenstalent. Hier. Langsam Während sieben über. Jalan den Befehl gibt, wendet sich einfach daraus nochmal an den Legaten. Ihr hättet die Perlenwacht nicht betreten sollen. Das sieht wie ein Crit aus. Ja, NPCs critten nicht. Ja, drei Pfeile, na, wobei auf die Entfernung trifft doch die 18. Vier Pfeile treffen, der Legat kippt sofort tot um. Die anderen beiden Unterhändler vertragen wohl die Pfeile noch ein bisschen, aber ja, wenn der Befehl gegeben worden ist, da wird auch Firuniev Brutalinski hier reinstürmen und auch Heptisilea, dafür sind sie da, und auch von anderen beiden Seiten stürmen dann Zephira Gida und Jaroslaus Topfenschrudel rein, und nach ungefähr 5 Sekunden liegen dann die Unterhändler zerhackt auf dem Boden. Jetzt mit dem Gnomen rüber. Mal kurz an. Bakterer kriegen keine Rechte. Spuck nochmal auf ihn drauf. Hat er sich an die Nase gefasst? Hat das irgendjemand gesehen? Ach, man steht sehr sprachlos hinter diesen beiden Leuten. Scheint die Szenerie gerade noch gar nicht wirklich verstanden zu haben, was gerade passiert ist. Und dann hört man nur noch einen Ausstoß. Bei Rondra! Was war das denn? War das, was man mit diesem Abschaum tut? War das, was sie mit jedem davon tun werden, den wir in die Finger kriegen? Dieser Abschaum? Es mag zwar Abschaum sein, aber ihre Seele kann dennoch gerettet werden. Was ihr getan habt, Was hätte ich hilft den tun sollen? Erzdämonen und nicht den Göttern. Hätte ich sie vielleicht im Namen der Götter und der Kaiserin festnehmen sollen, damit er sich auf die Nase fasst und 30 Meilen später wieder auftaucht? 30 Meilen wieder irgendwo auftaucht? Wovon redet ihr? Offensichtlich hatten sie zauberkräftige Gegenstände dabei. Sie haben so viel ja sogar selbst zugegeben. Sie sagten, dass sie ihre Zauberkräftigen Verstärkung Gegenstände rufen werde können. ich an Ihr seid mich sitzt doch auf nehmen. einer Dämonenarche, oder nicht? Ich dachte, sie wäre genau für solche Unterzahl Kampfsituationen zuständig, dass ihr dennoch göttergefällig kämpfen könnt. Aber was ihr hier Bruder. tut, ist einfach nur feige und Abschaum. Nicht Den anders. Göttern gefällt es,
denen den die Göttern Ordnung zu lästern ist. Umzubringen. Den Göttern würde es gefallen, wenn ihr sie wieder zurück auf den rechten Pfad bringen würdet. Bruder, Kapitän, ich fürchte, zum Kampf muss es sowieso kommen. Wir können die Informationen über das, was hier geschehen ist, nicht zu Xerans Ohren dringen lassen. Scheinbar liegen mehrere Schiffe im Umkreis. Wir müssen ihre Flucht verhindern. Romedy, könnt ihr da was rausfinden? Natürlich, aber zuerst bringe ich diese Gegenstände. Und sie deutet auf das, was sie gerade am Einsammeln ist. Magistra Kohlraab. Ich möchte wissen, mit was die hier hantieren. Jawohl. Ephadaios macht Abfahrt bereit. Hey! Ephadaios wendet sich an einen der beistehenden Söldner. Die Männer sollen sich zum Entern bereit machen. Zum Entern der Zedrake? Was er meint ist, die Männer sollen auf Gefechtsposition bereitstehen. Okay. Also, dass wir geentert werden, ja? Möglicherweise. Nun, frag doch einmal Ahmad, was er davon hält. Ahmad, sind wir die, die entern, oder die, die geentert werden? Ich bin auf der Brücke. Ja. Ahmad sagt dazu nichts und dreht sich um und meint zu Hilal. Diese Männer stehen schon mit einem Fuß in den Niederhöllen. Blicke derweil nochmal den Schiffsbug hoch. Gut gemacht. Und ziehe ab. Ja, während Romilly alle Artefakte nach und nach einsammelt, die sie so mit dem Odem mal erkannt hat. Das Ding auf der Nase gehört übrigens nicht dazu. Zumindest hattest du es nicht gesehen. Kannst du sehen, wie du wohl irgendwann fertig bist? Hast so 5 kleine Gegenstände in deiner Hand? Oder wie möchtest du sie einsammeln? Ich gerne im Umhang direkt mit dem Umhang greifen und auch in selbigen einsammeln. Aha, dann machen wir eine Fingerfertigkeitsprobe. Gut. Ja, dann kannst du so die kleinen 5 Gegenstände einsammeln. Das ist zumindest das, was er bei sich hatte. Und gut. Du findest wohl auch noch eine ganze Menge an Gold, ist das wohl, was er auch dabei hat. Unter seiner Kleidung so eine kleine Geldkassette, die selber nicht magisch ist. Und darin findest du dann Gold im Wert von um die 80 Dukaten. Wird mit im Umhang verstaut und bei der Magistra erst einmal zur Analyse abgegeben. Bin sicher, ist sicher. Ja, dann geht ihr wieder nach oben. Was macht ihr mit den Leichen? Ich möchte, Birunjev und Teptaselia werden damit beauftragt, die erstmal in den Gefangenentrakt zu schaffen. Weg von den anderen Gefangenen, die gibt es ja 2 Räume. Ich möchte gern kurz Kriegskunst oder Seefahrt würfeln, um zu wissen, wie viele Kanonen so eine Zedrake normalerweise hat. Also du möchtest es mir so sagen. Eine Zedrake? 4-mastig, ja. Also hat eine ganze Menge mehr. Kann er das vielleicht mit Seefahrt sagen? Zahlen ausdrücken? Hast du Seefahrt gewürfelt? Ich erschwer sie dir einfach mal um 7, weil du noch nie auf der Zedrake warst. Alles klar. Ja. Ich habe in Wahrheit 12 THP, also habe ich 6 über. 6 über? Ich fass das hier direkt mal an, so. Da kannst du so ungefähr mit 10 Rotzen rechnen von verschiedener Größe. Also etwa so viele, wie wir haben. Gut. Ephadaios! Kapitän? Als das Schießen anfängt, versucht uns schnell hinter die Zedrake zu bringen. Hinter die Zedrake. Also ein Sprintkommando. Ei, ei. Ephadaios wendet sich noch um zu einem der anstehenden Söldner. Bitte bringt Doshek zu mir. Und sei freundlich zu ihm. Gut, sollen wir den Kurs aufnehmen? Noch nicht. Ich will erst sehen, was sie tun werden. Okay. Im Ausguck befinden sich 2 Männer. Wir sollten in Kürze Informationen von ihnen bekommen. Puh.
Wie sieht der Plan aus? Sollen wir sie erst manövrierunfähig machen und uns dann allen Schiffen im Umkreis widmen und sie dann nach und nach verschlingen? Oder an was hast du gedacht, Jalan? Ich bin nicht bereit, einfach so zu glauben, dass sie noch mehr Schiffe als nur ein paar im Umkreis haben. Was es darauf ankommt, werden wir dieses Jahr auseinandernehmen und den Rückzug antreten. Den Rückzug? Nein, den Rückzug. Wir haben größere Fische zu fangen. So eine Zedrake würde wahrscheinlich unsere Größe und unsere Schlagkraft, vor allem beim Angriff auf Helmport, enorm vergrößern. Ich könnte mir garantieren, dass wir danach noch bewegungsfähig sind. Oder ob die Arche vielleicht erst ein Verdauungsschläfchen hält. Ein Schlaf nicht. Sprints werden auch nicht möglich sein, aber normaler Gang? Ich denke schon. Wir können auch nicht garantieren, dass wir sämtliche noch lebende Mannschaft vorher sauber von Bord kriegen. Ahmad mag zwar etwas zu weit gehen mit dem, was er sagt, aber er hat durchaus recht. Wir dürfen niemanden an die Niederhöllen verdammen, wenn wir es verhindern können. Nun, das heißt, ich werde natürlich so ein Debakel wie vor kurzem vermeiden wollen, aber wir behandeln die Männer auf dem Schiff des Paktierers anders. Es ist eine Sache, sie zu erschießen. Es ist eine andere Sache, sie an die Arche zu verfüttern. Verstanden. Außerdem, ich bin mir sicher, in Helmport wird das ein oder andere Schiff vor Anker liegen, das wir uns dann zu Gemüte führen können. Je mehr, desto besser. Aber das müsst ihr wissen, Kapitän. Gut, ausführen. Ei. Mach mich dann auf den Weg zum Kanonendeck. Gut. Daraus geht ans Oberdeck, um dort von einem der Navigatoren mit dem Fernglas Bericht erstattet zu bekommen. Gut, dann fangen wir einfach mal oben an. Ahmad. Ahmad würde sich erstmal oben aufs Deck positionieren und auf das Unwasser starren und die Zedrake, die irgendwo entfernt Anker gelegt hat. Dann nur kurz den Kopf schütteln und dann einen der Soldaten anschauen. Du, wer fährt schon am längsten hier mit auf diesem Schiff, außer dem Kapitän und seinen Getreuen? Naja, also zwangsläufig muss wohl seine Knappin mit dabei gewesen sein, aber noch länger fährt wohl der unheimliche Magier mit. Der unheimliche Magier. Wen meint ihr? Ich glaube, der heißt ja Mir oder sowas. Irgendwas mit J. Jasper ist das. Jasper. Ich habe ihn schon einmal gesehen. Alles klar, danke. Wisst ihr, wo ich ihn finden kann? Ich bin mir nicht ganz sicher. Er hat wohl Zugang zu den Kammern des Alchemisten bekommen, also vom Kapitän, aber zurzeit, ich glaube, da hat wohl seine eigene Kammer. Wo ist die? Mittlerweile wohl neben dem Kapitän, also neben der Klaschempe, direkt daneben. Verstehe, alles klar, danke. Ja, dann würde sich Ahmad mal auf den Weg dorthin begeben. Ja, nach kurzem Herumfragen findest du Jasper, der dann hier in der... Genau, das ist wohl seine kleine Zelle, möchte man meinen. Ja, dann klopft man dreimal. Ja, herein. Ja, man tritt ein und schaut den Mann an. Ja, er schaut dich auch an, greift sich einmal kurz an seinen Hut. Euer Gnaden. Ihr seid Jasper. Wir haben uns bei dem Offizierstreff schon einmal gesehen. Und ihr müsst der neue Rondrianer sein. Ahmad Chadar al-Bakra ibn Nasreddin. Richtig. Nun. Ich habe gerade eben etwas sehr Verachtenswertes gesehen. Und da ihr mit dem Kapitän und seinen Getreuen schon am längsten hier auf diesem Schiff seid, allerdings nicht unbedingt zu seinen erwählten Freunden gehören zu scheint, wollte ich euch einige Fragen über den Kapitän stellen. Ich bin gerne bereit, sie euch zu beantworten. Ich habe ihm bereits das Leben gerettet und auch seinen Kameraden und das wurde mir nicht gedankt.
Und wenn ich euch nun also helfen kann bei euren Ermittlungen, dann bin ich gerne bereit, dies zu tun. Ich Ihr würde habt euch ihnen ja das einen Leben gerettet? Stuhl, ich würde euch ja einen Stuhl oder so etwas anbieten, aber ich wurde nun in diese kleine Zelle gebannt und friste nun hier mein Dasein, ohne dass ich jemanden habe, der mir zuhört oder. Ich schaue mich mal in diesem Raum um. Ist er wirklich so klein, wie er das gerade beschreibt? Gerade mal. 3 Meter in der Breite, 4 Meter in der Länge. Passt ein Bett rein, Teppich und ein kleiner Schrank. Nun, wenigstens kommt ihr in den Genuss eines Einzelzimmers. Aber erzählt mir erst einmal, wie ihr ihnen das Leben gerettet habt und wiefern sie euch nicht gedankt haben. Ja, dann erzählt er dir quasi alles, als er ihn das erste Mal gesehen hat, wie er ihn vor dem Kapitän gewarnt hat, wie er dennoch verloren hat, wie er dann den Angriff der Plagenbringer abgewehrt hat und schmückt das alles ein bisschen aus, sodass du, würfel mal eine Menschenkenntnisprobe, er wird dich jetzt nicht direkt anlügen, aber er möchte dich ganz gerne in Beschlag nehmen, dass du ihn sympathisch findest und den Kapitän unsympathisch findest. Also, dass ich den Kapitän unsympathisch finde, ist schon geschehen. Nee, Da muss aber er mich mit. er möchte sich wirklich als Held darstellen, der dann wirklich nicht sehr respektvoll, was er ja wirklich nicht wurde, behandelt worden ist und dann in Festum wurde ihm der Prozess gemacht, man hat ihm die Haare rasiert und so weiter. Also er erzählt dir jetzt sein ganzes Schicksal, seitdem Jarlan hier ist. Den Rest klammert er aus und lässt einfach mal weg. Okay. Ja, dann würde ich Ihnen danach noch einige Fragen zu den Leuten stellen, ob die sich in dieser Zeit, wo sie hier auf das Schiff gekommen sind und so weiter verändert haben oder sowas, ob die Arche vielleicht einen schlechten Einfluss auf sie hatte oder sowas. Also ich würde Ihnen dann halt. Ja, dann fängt er jetzt auch an, dir was darüber zu erzählen, dass mittlerweile wohl die Inquisition, die hier mal an Bord ist, tot ist. Zumindest hat er das so gehört. Und naja, Romilly ist wohl eine Hexe und wurde mal in den Kerker gesperrt, ist dann aber rausgekommen, niemand weiß Genaues. Und erzählte dann auch ein bisschen was über die anderen. Also er spricht sehr, sehr schlecht von allen anderen. Okay. Also er ist einfach ein Held, ein missachteter Held. Er ist komplett falsch verstanden und er leidet unter diesen Personen. Es ist echt ein Trauerspiel und Denke ich ja. das auch mit meiner geschafften Menschenkenntnisprobe plus 5? Nee, das kriegst du nicht hin. Also du glaubst ihm das. Also es ist ja auch wie gesagt nicht gelogen. Du achtest so ein bisschen, ob er dich jetzt anlügt, aber tut er gar nicht. Es ist einfach nur eine sehr zentrierte Darstellungsweise und dieser arme Mann braucht einfach Hilfe. Dazu Und die wird ihnen allerdings, von dem Kapitän und so weiter verwehrt. ja, absolut, also eine ganz missverstandene Person hier. Ja, Everdaios geht zum Offiziersdeck und möchte gucken, was die C3 gemacht. Genau. Und ich erwarte noch, dass Doshek zu mir nach oben gebracht wird. Ja, der kommt dann nach 2 Minuten an. Ah, Erzbibliothekar, schön euch zu sehen. Mein Herr, Das überlegt kurz. Ja. Nun, ich wollte euch darüber informieren, dass vermutlich demnächst das Maul der Arche eingesetzt werden wird. Eine seltene Gelegenheit, um den Druck auf den Archenadern zu überprüfen. Ja, soll ich mir den Druck jetzt ansehen oder danach? Beides, um Rückschlüsse machen zu können. Ah, ich Wie? verstehe, wie ihr denkt. Ihr möchtet also der Rückschlüsse darüber ziehen, wie die Differenz ist. Also ein gefressenes Schiff, sagen wir eine Zedracke von einer Größe von, sagen wir 40 bis 50 Meter und was diese dann an, nun, wie sagtet ihr, Handlungspunkten uns so zur Verfügung stellt, ja? Ihr denkt schon weiter als ich. Genau, was ich brauche, ein gelehrter Mann wie ihr. Denkt ihr nicht daran? Das ist doch die einzig logische Schlussfolgerung, dass wir die Differenz berechnen, wenn wir vorher und nachher den Druck kontrollieren. Jetzt, wo ihr es sagt, stimme ich zu. Ich hatte mir das etwas. Aber so wie ihr das gesagt habt, ergibt es Sinn. Ja, so meinen wir das machen. Ja, wir müssen wissen, wozu dieses Schiff in der Lage ist und wie lange daran Ja, arbeiten werden. dann würfel mal eine Etiketteprobe, sonst hat er gerade was anderes vor und die Alles regiert das klar. an irgendwen anders.